Heute werden wir wieder beschenkt, dieses Mal zu unserem 300. Stadtgeburtstag. Es ist ein gemeinsames Geschenk des Stadtkreises Baden-Baden, des Landkreises Rastatt und der großen Kreisstädte Bühl, Gaggenau und Rastatt. Und darüber freuen wir uns sehr. Und die Margret Mergen als ja doch ein bisschen Karlsruher Mädel hat offensichtlich die Initiative, das sagen wir jetzt nicht in Baden-Baden, hat offensichtlich die Initiative ergriffen und deswegen auch ganz persönlich an dich ein ganz besonderes Dankeschön, aber an die Kollegen, an den Landrat insgesamt. Denn wir haben nicht nur erlebt, dass die Region mit den Veranstaltungen zu Regional Total wirklich eine tolle Performance geliefert hat im Pavillon, sondern wir bekommen jetzt auch ein etwas Nachhaltiges geschenkt, das uns immer an diese enge Verbindung in die Region und an die freundschaftlichen Beziehungen nicht nur erinnert, weil wir erleben es ja täglich, aber eben auch nochmal so ein Symbol dafür ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, bei wunderschönem Wetter hier im sehr, sehr schönen Stadtgarten, hier 150 Jahre Stadtgarten in Karlsruhe, dürfen wir das Geschenk der Region aus dem Süden, aus dem Stadtkreis Baden-Baden und Landkreis Rastatt mit den Kollegen der großen Städte im Landkreis übergeben. Die Idee, wenn ich das so recht in Erinnerung habe, wir sitzen ja immer mal wieder zusammen, die Idee kam, glaube ich, vom Landrat Beuerle, etwas zu schenken. Und dann haben wir überlegt, was schenken wir? Und da ging es dann wieder rum und dann haben wir gesagt, Karlsruhe, ja, ist Universitätsstadt und so in der Rheinebene. Wir alle kommen so ein bisschen mehr schon aus diesem Schwarzwald-Flair und Schwarzwald-Hauch. Und Schwarzwald wird symbolisiert durch schöne Bäume. Jetzt hätten wir natürlich gerne eine große, schöne Schwarzwaldtanne mitgebracht, aber da fiel mir ein, Karlsruhe ist im Sommer eine sehr heiße Stadt und auch eine trockene Stadt. Und mit Klimawandel und Schwarzwaldtanne hier im Stadtgarten haben wir gedacht, nee, das wird nichts Gutes. Also haben wir die Fachleute gefragt, unsere Forstleute, unsere Gartenleute, und gesagt, welche Bäume wachsen denn hier auch wirklich gut für die nächsten 600 Jahre? Und so kam dann die Idee einer Lärche. Die Idee mit der Bank ist völlig klar. Wir sind in einer Region, in der sich gut leben lässt und man einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Die Leichtigkeit des Seins, schon damals der Markgraf hat sich hier niedergelassen unter einem Baum. Er hat ja geträumt und hat sich hier niedergelassen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir eine Bank, damit wir in den nächsten, oh, ich sag mal so 50 Jahre, regelmäßig hier in das Oberzentrum der Region kommen und einfach mal die Seele baumeln lassen können und sagen, wir bringen ein bisschen den Schwarzwald-Flair mit und den Baden-Baden-Flair. Der Garten Baden-Baden vor fast 50 Jahren geschenkt. Das passt gut, das knüpft an. Deswegen auch vielen Dank an die Kollegen, die gleich gesagt haben, okay, wir tun uns zusammen und wir bringen mal ein bisschen Schwarzwald-Flair hier nach Karlsruhe. Vielen Dank. Wieder nicht dazu beschäftigt, die Region ruht sich auf.